Welcome back, everybody. Da sind wir wieder. Vielleicht können die, die jetzt noch draußen stehen, auch noch zu uns hereinkommen. Dann können wir das letzte Podium für heute einberufen. Wonderful. I just asked Anael, are we tired? And he said no. Ich habe Anael gerade gefragt, ob wir müde sind. Er sagte, nein, das war heute so aufregend, dass es gar keine Zeit gab, müde zu werden. Es wird jetzt ein bisschen später, aber auch ein letztes interessantes Podium wartet noch auf uns. Mein Name ist Kerstin Kramp, ich bin die Leiterin des Afrika-Referats hier an der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ich Sie durch dieses letzte Podium begleiten darf. Ich hoffe, Sie können es lesen und Sie haben es wahrscheinlich auch im Programm gesehen. Thema ist Erinnern für Gegenwart und Zukunft, eine neue Beziehungsethik zwischen Tansania und Deutschland. Things are beginning to move in relations between Tansania. Es scheint sich doch einiges zu bewegen in der Beziehung zwischen Deutschland und Tansania. Seit dem Besuch Steinmeiers Ende 2023 in Songea haben sich neue Möglichkeiten eröffnet für eine neue Phase und zur Aufarbeitung der Geschichte. Katja Keul war heute im Tag auch bei uns. Sie ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt und hat Moshi vor kurzem besucht in der Kilimanjaro-Region, um dort auch um Vergebung zu bitten für den Tod der Widerstandskämpfer. Die Regierung versucht, einen formellen Rahmen zu finden für Rückführungen und Erinnerungsarbeit. Und mit diesem Podium werden wir genauer beleuchten, ob es eine neue Ära geben wird, so wie Scholz es nannte, und sprach über die Schwierigkeiten für die nächsten Schritte. Das aber eher als zivilgesellschaftlicher Dialog eingeordnet wird, geht es um die Auswirkung der Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Perspektiven in die politische Arbeit. Ich möchte gern kurz unsere vier Podiumsteilnehmer vorstellen. Ich mache das ganz schnell. Sie können ja selbst auch noch einmal einen Blick auf Ihr Programm werfen mit den Biografien. Katja Keul ist Staatsministerin für Afrika und Auswärtepolitik im Auswärtigen Amt in Berlin hier, Deutschland. Links von ihr sitzt nicht der tansanische Botschafter, seine Exzellenz Hassan Edim Mameta. So war es eigentlich vorgesehen. Das haben Sie wahrscheinlich im Programm lesen können. Leider war es ihm nicht möglich, heute hier dabei zu sein. Er muss anderen Verpflichtungen nachgehen und kann leider nicht bei uns sein. Es hätte uns sehr gefreut, von einem Vertreter des tansanischen Staates zu hören heute auf diesem Podium. Aber wir hatten die Möglichkeit, wir sind der Schule zu überzeugen, dabei zu sein. Sie war jetzt in einigen Podien hier heute dabei. Sie wurde ja bereits vorgestellt, deswegen fassen wir es kurz. Also herzlich willkommen. Thanks for stepping in. Vielen Dank, dass du diesen leeren Platz hier gefüllt hast. Wir werden dich natürlich nicht nach offiziellen Stellungnahmen fragen. Ganz rechts finden wir Prof. Dr. Andreas Mehler vom Arnold-Bergstresser-Institut an der Universität Freiburg. Herzlich willkommen hier, Andreas, und schön, dass du aus Freiburg den Weg zu uns gefunden hast. Und letztlich, aber natürlich nicht weniger wichtig, haben wir Anael Gerald Moshi Mehli als Nachfahre von Mangi Mehli. Da werden wir sicherlich später noch zu sprechen darauf kommen. So. Katja Keul, wir fangen nun also mit der politischen Ebene an und mit den Verhandlungen. Wir wollen uns anschauen, ob es tatsächlich eine neue Ära ist, die wir einläuten. Passiert so etwas gerade? Wie sieht denn die derzeitige Lage aus? Welche Möglichkeiten, welche Herausforderungen bieten sich uns da aus der Perspektive der Regierungsverhandlungen, wenn es um die Aufarbeitung der Kolonialherrschaft geht? Und seit der tansanische Außenminister den Besuch von Steinmeier getweetet hat, gibt es einiges, was in beiden Seiten passiert. Und Katja, nun möchten wir von dir wissen, was da gerade passiert.
Ja, vielen herzlichen Dank erst einmal für diese Plattform. Und es ist ein tatsächlich emotionaler Moment, die Freunde, die wir in Moshi kennenlernen konnten und aus in Songea hier wiederzusehen. Das ist natürlich total toll, dass Sie hier dabei sein können. Das ist ein wirklich emotionaler Moment. Und ich freue mich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung diese Woche organisiert hat, damit diese Beziehungen auch weiter gefördert werden. Ich wurde nach dieser neuen Ära gefragt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie es seine Anfänge genommen hat. Aus meiner Perspektive ist es so losgegangen. Ich denke, es war auch nicht unbedingt Steinmeier, der jetzt nach Songea gegangen ist. Ich glaube, John Imbano ist nach Deutschland gekommen und dann im Umkehrschluss hat sich Steinmeier nach Songea begeben. Aber es gab natürlich auch andere, die da entsprechende Fundamente gelegt haben und die Anfänge sind immer doch ein wenig früher, als man sich selbst so vorstellen kann. Das erste Mal, dass ich selbst über den Fakt gelernt habe, dass es noch menschliche Überreste in Deutschland gab, das war tatsächlich im Jahr 2017. John Mbodo, hier, da haben wir ihn, er schrieb einen Artikel über von ihm, der nach den menschlichen Überresten von Mangimeli suchte. Und als ich dann meine Position antrat im Dezember 2021, war ich dann zuständig für Afrika, für den kulturellen Austausch. Und dann haben wir natürlich die koloniale Vergangenheit. Das habe ich mir natürlich genauer angeschaut. Und ich kann mich noch an die Geschichte von Mangimeli erinnern. Und viel ist da zusammengeflossen. Und wahrscheinlich hat jeder da einen anderen Beginn für sich im Kopf. Bei manchen sind es drei Generationen und bei anderen halt erst relativ wenige Jahre. An welchem Punkt befinden wir uns derzeit? Das waren zwei sehr intensive Jahre, würde ich sagen, durch die Besuche. Mit dem Besuch Steinmeiers hatte ich die Möglichkeit, eben auch selbst vor Ort mitzukommen. Dann hatte ich meinen eigenen Besuch in Moshi und bei beiden Besuchen konnte ich mit dem Außenminister sprechen. Auf der Reise mit Steinmeier hatte er seine Amtszeit gerade angetreten und wir saßen nebeneinander während des Abendessens und das war tatsächlich der erste Austausch und er war sehr interessiert und fragte natürlich, was wir da in Deutschland tun und warum haben wir derzeit dieses Thema mit den Überresten auf dem Tisch und so kamen wir ins Gespräch. Als ich dann das zweite Mal aus Moshi zurückkam, bin ich über Dar es Salaam gereist und dort trafen wir uns erneut, um zu besprechen, wie wir auf Regierungsebene weiter zusammenarbeiten. Es ist natürlich immer ein sensibles Thema. Wir haben keine Vertretung von der tansanischen Regierung hier. Der Botschafter ist nicht da, aber natürlich sind Sie die souveräne Vertretung des tansanischen Volkes und Sie sind natürlich der Meinung, dass wir als Deutsche keine Verhandlungen mit den tansanischen Familien aufnehmen sollen. Das ist sicherlich richtig. Ich vertrete natürlich die Regierung Deutschlands und habe ihm dann nur erklärt, dass ich das Bedürfnis habe, dass wir zumindest den Nachfahren unser Bedauern aussprechen möchten und um Vergebung bitten möchten. Es geht nicht darum, dass wir in direkter Linie mit diesen Familien arbeiten möchten, aber wir wollten diese Entschuldigung überbringen, auf die die Leute seit so langer Zeit gewartet hatten. Und ab da sind wir dann übereingekommen, dass wir auf Regierungsebene das Thema der Rückführung behandeln würden. Er sagte, dass die Regierung einen Ausschuss auf Ministerialebene eingerichtet hätte, aber auch auf Expertenebene, dass es eine Delegation geben würde, die nach Deutschland kämen, um dann zu schauen. Auch hier sollte ein entsprechender Ausschuss dann bereitstehen. Und es ist natürlich gar nicht so einfach, sich in Deutschland darauf vorzubereiten, durch die föderale Struktur, die vielen Museen,
Dementsprechend müssen wir uns auch darauf vorbereiten und hoffen jetzt von der tansanischen Regierung zu lernen, um zu wissen, wie dieser Ausschuss aussieht, wie er sich zusammensetzt, um dann entsprechend darauf zu reagieren. Es geht also jetzt darum, dass die tansanische Regierung, also die Mitglieder des Ausschusses, benennen. Ja, ich glaube, eine solche Nominierung hat bereits stattgefunden. Da soll bereits eine Auswahl getroffen worden sein. Wir wissen das noch nicht im Detail, aber man braucht natürlich den richtigen Mix aus Historikern, aus Anthropologen und verschiedenen Wissenschaftlern. Und das ist jetzt etwas, was wir erwarten, wie sich dieser Ausschuss von Ihrer Seite zusammensetzt. Wir sind aber immer im Gespräch und schauen, wie wir dann weiter damit umgehen. Wenn man sich darüber unterhält, was die deutsche Bundesregierung so lange tun kann, gibt es denn andere Dinge, auf die Sie sich derzeit vorbereiten? Ich glaube, Sie erwähnten auch darüber, dass Provenienz, Bestimmung und Forschung angestoßen wird, dass man mit den Museen spricht. Hilft das im Prozess, dass man da eben diesen Prozess anstößt und schaut, was getan wird? Ja, viele Museen haben seit einiger Zeit Untersuchungen angestoßen zum Thema Provenienzforschung, also gerade die großen Sammlungen in Berlin. Ich weiß auch aus Göttingen, dass es dort ähnlich aussieht. Und dann gibt es vielleicht kleinere Museen, die das vielleicht noch nicht getan haben. Es gibt aber auch Fördermittel für diese Forschung. Es ist natürlich eine recht kostspielige Angelegenheit, aber es ist durchaus möglich, sich auf diese Fördergelder zu bewerben. Und im Juni habe ich alle Museen eingeladen zum Auswärtigen Amt. Alle Museen, von denen wir wussten, dass es dort eine Beteiligung gibt, dass dort menschliche Überreste aufbewahrt werden. Das heißt, es gab ein Rundtischgespräch. Wir machten erst einmal eine Bestandsaufnahme. Um genau zu wissen, wie viel und was vorliegen hat, um auch das Museum zu motivieren, solche Forschungen durchzuführen. Vicenza, aus Ihrer Sichtweise der Zivilgesellschaft, was geschieht Ihrer Meinung nach gerade in Tansania? Wir haben ja von der Staatsministerin schon gehört, was jetzt in den letzten 2 Jahren mit den Besuchen passiert ist von offizieller Seite. Vielleicht können Sie das noch einmal ergänzen aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Was würden Sie persönlich erwarten als Vertreterin der Zivilgesellschaft? Hallo? So, vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir auch das Mikro an. Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Wenn es um Rückführungen, Wiedergutmachung geht, könnte ich sagen, dass die Einbindung der Zivilgesellschaft weniger ist als in anderen Bereichen wie Gesundheit, Landwirtschaft, Frauenrechte, Feminismus, Menschenrechte, Demokratie. Und ich denke, das liegt vielleicht daran, dass wir noch nicht in der Lage waren, all diese Dinge miteinander in Verbindung zu bringen. Also die Rückführungen mit den Menschenrechten, das hätten wir vielleicht machen sollen. Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen Fehlstand. Denn wenn wir es schaffen, die Zivilgesellschaft mit in diese Bewegung einzubringen, dann ist es klar, dass das auch eine Befähigung der Regierung mit sich bringt, um den Gesamtkontext besser zu verstehen. Nachdem ich heute und auch an anderer Stelle Menschen zugehört habe, ganz besonders Nachfahren von Opfern der Kolonialherrschaft in Tanganyika, Tansania, habe ich diese Verbindung erkannt zwischen dem Programm, was wir vorhaben, und jenen, die es nach vorne bringen. Und ich glaube, es ist gar nicht einfach für die Nachfahren, dieses Programm immer noch weiter am Leben zu halten, weil sie es schon so lange getan haben. Es ist recht ernüchternd und auch ein wenig ermüdend, weil man da sehr viel Energie aufbringt.
Und ich glaube, diese Energie muss von außen wieder neu zugeführt werden. Wir haben unsere Forschung, wir haben unsere Museen, wir haben unsere Universitäten, die sich in staatlicher Hand befinden. Und dieses Programm können wir nur in sehr begrenzter Weise voranbringen. Wir müssen den Druck auf die Regierung erhöhen, um das Thema der menschlichen Überrechte tatsächlich ernst zu nehmen. Und ich glaube, unabhängig davon gibt es eine Bewusstseinslücke bei all jenen wichtigen Akteuren. Und das Thema der Rückführung scheint ein Thema zu sein, was nur Familien betrifft. Es ist gar nicht so richtig Teil des nationalen Denkens. Und ich glaube, da fehlt diese Ebene. Ich glaube, wir ermöglichen dieser Bewegung immer noch, dass wir lassen es immer noch zu, dass solch eine Bewegung im Silo stattfindet und nicht miteinander verbunden. Wir sind immer noch in den 60er Jahren, in der diese Bewegung ihre Anfänge nahm. Wir müssen jetzt versuchen, strategisch vorzugehen, als Bürger des Landes gemeinsam mit der Regierung Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, die Rolle der Diaspora wird noch nicht ernst genug genommen. Und wenn es um Rückführung und Wiedergutmachung geht, ist die Rolle der Exilbevölkerung sehr, sehr wichtig. Denn sie sind in der Situation, uns als Bürger des Landes die Möglichkeit zu geben, aus anderer Perspektive zu sehen, davon zu lernen, auch Solidarität zu zeigen. Denn hierbei geht es um Solidarität. Und es geht darum, die Rückführungen auch als Thema der Menschenrechte zu betrachten. Wenn ich es richtig verstehe, dann möchte ich gerne noch einmal deine Worte von gestern aufgreifen. Du sagst, wir brauchen diese kritische Masse. Ich sprach über Erfahrungen im Bereich der feministischen Bewegung im Land. Und da haben wir wesentliche Rückschläge erfahren. Das sind genau diese Themen, wo man immer wieder Angriffe von allen möglichen Seiten bekommt. Das heißt, wir brauchen eine kritische Masse, die den entsprechenden Wissensfundus hat, die ein gewisses Bewusstsein mitbringt. Es ist gar nicht so einfach, Druck auf die Regierung auszuüben, denn es ist ein Thema, das die Regierung derzeit unterstützen möchte. Man hat das Gefühl, dafür bekommt man keinen Zuspruch, keine Stimmen. Wenn man das Gefühl hat, dass das Thema wichtig genug ist, um Stimmen zu verlieren, wenn man nicht rechtzeitig eine solche Arbeitsgruppe einsetzt, wenn man es nicht schafft, die eigenen Besitzgüter wieder nach Hause zu bringen, dann bekommen wir das nicht hin. Es ist jetzt auf der politischen Ebene angekommen, dort muss es auch behandelt werden. Vielen Dank. Das ist die problematische Frage. Wie lange muss man warten, bis die kritische Masse da ist? Also, Nicole, als wir das vorhin auch schon erwähnt haben und Frau Carola Lenz hat es ja auch schon erwähnt, nämlich wie viel Aktivismus ist in Deutschland notwendig, damit die Dinge sich bewegen, das Gedächtnis und ganz besonders multidirektionales Erinnern und jetzt dann natürlich auch die Pakte, da wollen wir nicht ins Detail gehen, aber jetzt heute, was ist notwendig für die Zivilgesellschaft in Deutschland? Ich würde sagen, dass das Erste, was wir brauchen, Wissen ist, denn viele Menschen wissen einfach nichts darüber in Deutschland und seit ich darüber gelernt habe, spreche ich darüber und die Reaktionen sind wirklich groß. Also nur kleine Ansprachen in kleinen Dörfern in meinem Wahlkreis und ich spreche über menschliche Überrechte in Tansania und die Leute sind geschockt. Ich wusste nichts davon. Oh Mensch, ich habe da Urlaub gemacht. Ich wusste das alles nicht. Das ist das Wichtigste, dass wir wirklich zu diesen Vorfahren hingehen, die hier in Deutschland sind, um also die Gebeine uns dorthin bewegen und
Natürlich bin ich mit allem einverstanden, was gesagt wurde. Und als Regierungsvertreterin möchte ich mich jetzt nicht in die politischen Affären Tansanias einmischen. Aber wir haben gerade noch etwas gehört, was mir ganz viel Hoffnung gibt. Denn ich glaube, Valence hat das gesagt, nach unserem Besuch war die Regierung recht kritisch gegenüber unserem Besuch eingestellt. Steinmeier auch, ich auch und mir gegenüber umgekehrt. Und als wir weg waren, haben die Leute gesagt, dass es ihnen gefallen hätte, dass sie sich besser gefühlt hätten. Und diese Manganelli, das soll ins nationale Gedächtnis einfließen. Und das war der erste Schritt, dass die Leute das auch selber in die Hand genommen haben. Die Regierung kam und hat gesagt, wir haben das Gefühl, das ist etwas und wir werden uns dieser Angelegenheit als Regierung und als Land annehmen. Das war eine sehr gute Nachricht und die gab Anlass zu Hoffnung und Hoffnung auf weitere Dynamik. Ja, vielen Dank. Und als Sie gesprochen haben, als wir erstmals über das Forum gesprochen haben, da haben Sie ja gesagt, warum sprechen Sie eigentlich nicht über Lehrbücher und Lehrbuchanpassung? Und das fand ich so eine tolle Idee, dass wir das ja zu einem Thema hier der Workshops gemacht haben oder der Breakout-Sessions. Ja, Wissen ist, was wir brauchen. Da haben wir jetzt jemanden, der sehr viel Wissen erforscht und verbreitet. Andreas, was nun Rückgabe betrifft, wie sieht es aus mit der Rückgabe von Gütern, die im Rahmen von Kolonialismus erbeutet wurden? Ja, vielen Dank. Governance und Government, das sind natürlich Unterschiede, ne? Also Regieren und Regierung. Das ist natürlich etwas anderes. Man hat ja in Frankreich hauptsächlich Beziehungen auf Regierungsebene. Und mit Carola Lenz haben wir das ja schon alles besprochen. Und dein Engagement in der Zivilgesellschaft, da unterscheiden wir uns sicherlich. Und ich frage mich nach wie vor, ob nicht vielleicht eine Kombination notwendig ist zwischen einer kurzfristigeren Regierungsaktion und ein etwas nachhaltigerer Ansatz. Ich muss gestehen, dass ich hier etwas nervös bin, wenn ich höre, ja, wir müssen eine kritische Masse aufbauen. Das hört sich immer so an, als würden wir auf die Tansania warten, bis sie mit ihrer Kommission ankommen. Ich weiß nicht, ob die Zeit auf unserer Seite ist. Man sagt ja, man braucht etwas kritischen Wind in den Segeln, bis das Schiff anläuft. Aber auch in der deutschen Situation gibt es Ängste. Jetzt stehen die nächsten Wahlen an und so weiter. Und Zeitfenster können sich auch schließen. Ich denke, wir müssen wirklich mal anfangen. Wir müssen erst einmal an die Rückgabe denken, uns daran machen und das könnte eine gewisse Dynamik hervorrufen. Kurzfristig gesehen, langfristig gesehen, wenn wir diese Rückgabe Politik nachhaltig gestalten wollen, dann müssen wir natürlich auch fragen, was Nachhaltigkeit in diesem Kontext bedeutet. Aber in unserem Kontext bedeutet es, glaube ich, Folgendes. Ich glaube, im Augenblick gibt es so eine Art Stillstand. Also wir müssen von oben und von unten, also von den Eliten und auch von der Zivilbevölkerung gleichzeitig das Go bekommen. Das kann man nicht zeitversetzt machen, das muss zeitgleich erfolgen. Das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern auch für Tansania. Viele Dinge gelten wirklich für beide Seiten. Und wir haben noch etwas gehört, nämlich wir sollten aus der historischen Erfahrung lernen, aber auch aus Fehlern. Wenn man etwas gesehen hat, es muss. Wir hatten
einen ersten Impuls, dann haben wir es vergessen. Dann stimmte etwas an dem Prozess nicht. Und wir müssen natürlich gucken, was für Hindernisse bestanden und wie wir sie ausräumen können. Also ich kann nicht expliziter und deutlicher sein, weil ich einfach diese Hindernisse nicht kenne. Aber das gehört zur Nachhaltigkeit. Und dann aus einer Vogelperspektive, wir sind nicht allein auf der Welt. Es gibt Verflechtungen. Wir sollten auch internationale Organisationen betrachten wie die UNESCO und uns Bündnispartner suchen, um einfach Tempo zu bekommen und gleichzeitig nachhaltig zu sein. Über Nachhaltigkeit, da möchte ich mich auch kurz fassen, aber man muss auch die Reproduzierbarkeit sichern. Das bedeutet, dass man wirklich nicht immer wieder das Rad neu erfinden sollte, sondern man muss auch mal nach guten Beispielen gucken. Ich sage nicht, dass Restitution kein Geld kosten dürfte, aber die Institutionalisierung aller Bemühungen ist wichtig. Und dann natürlich in unserem Fall haben, wie Katja das schon erwähnte, wir haben drei Regierungsebenen. Wir haben den Staat, wir haben die Bundesländer und wir haben die Städte und Gemeinden. Es ist sehr wichtig, dass das föderale Level die anderen Level enabled, also befähigt, um auch aktiv zu werden und nicht zu sehr warten auf Rechtstexte, die alles vorschreiben wollen. Dies würde nämlich Initiativen ausbremsen, die in unseren Händen liegen, würde ich mal sagen, zwischen Museen oder auch zwischen Forschungseinrichtungen. Wir haben schon so viele Querverbindungen und das auf einer kleineren Ebene. Und das sollten wir nutzen. Man muss nicht alles zentralisieren. Also die föderale Ebene sollte als Befähiger und nicht als Bremse agieren. Ja, wenn Sie da noch mal kurz darauf reagieren wollen. Also Andreas ist Politikwissenschaftler und vielen Dank für diesen zusätzlichen Blick auf Nachhaltigkeit. Und ich möchte auf Ihr Bild zurückkommen. Das Schiff segelt schon und wir müssen es jetzt nicht aufbauen, sondern es ist schon in voller Fahrt und da ist jetzt vielleicht nur ein Segel und so weiter. Was brauchen wir jetzt? Nun, vielleicht sollten wir noch einen Motor dazu tun, dann ist es nicht nur von den Segeln abhängig. Ja, vielen Dank. Möchten Sie kurz reagieren auf den Bereich, die föderale Ebene im Bereich Museen? Was sollte der Staat tun und was gibt es vielleicht schon und so weiter? Nun, das wird nicht sehr kontrovers sein, denn ich bin Ihrer Meinung. Also ich verstehe die Rolle der Regierung auch so, dass wir wirklich Dinge ermöglichen. Wir sind der Ermöglicher. Wir können Partner zusammenbringen auf der Museumsebene und anderswo. Zusammen mit den Bundesländern haben wir die Kontaktstellen. Wir haben auch schon kleinere Institutionen, die gibt es bereits. Da kann man nach Antworten suchen. Und ich denke, dass es Fonds gibt, auch für Forschung und so. Ich sehe das ganz genau so. Und wir haben auch keine bestimmten Rückgabegesetze. Ich werde von AktivistInnen häufig gefragt, gibt es dann bald ein Gesetz dazu? Und dann denke ich einen Augenblick nach und dann sage ich, nein. Also es gibt sicherlich Aspekte, die rechtlich geklärt werden sollten, aber darauf würde ich nicht warten, denn kein Gesetz verbietet mir die Restitution. Ja, insofern kann man doch schon anfangen und in anderen Fällen ist es auch schon geschehen. Wir haben schon Fälle in Neuseeland zum Beispiel, da spricht keiner dagegen, auf regelmäßiger Grundlage so etwas zu tun. Ja, und das ist
sollte vielleicht aber noch deutlicher angesagt werden. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wir müssen jetzt aber erstmal abwarten und so weiter. Ich denke, es sollte wirklich jedem klar sein, dass es nicht verboten ist, einfach weiterzumachen. Vielen Dank für diese deutlichen Worte. Das hören wir ja auch schon von unseren Freunden aus Tansania. Und sie sagen auch, dass Stimmen sagen, ja, wir müssen noch das und das abwarten, aber das denke ich nicht. Im Parlament haben wir gestern über die Finanzierung der Restitution gehört. Und das wird häufig als Leistung gesehen, wenn es eine Heimkehr von Gütern gegeben hat. Und es gibt jetzt neue Budgets, als John zum Beispiel kam. Das hat ja Anlass zu weiteren Initiativen gegeben. Agnes zum Beispiel, als es hieß, ja, wir brauchen einfach nur die Finanzierung. Und gut, diese Grundlagen könnten vielleicht noch verstetigt werden in der Zukunft. Ich möchte jetzt aber noch mal Anael befragen. Sie ist ein Abkömmling. Es wurde von ihren Vorfahren wurden Angehörige ermordet und können Sie uns noch mal Ihre Perspektive geben, Anna? Thank you very much for this opportunity. Vielen Dank. Und ich möchte jetzt auch für diejenigen sprechen, die nicht hier sein können. Es wäre selbstsüchtig, nur über mich zu sprechen. Wir freuen uns sehr, was von deutscher Seite passiert ist. Und wir sind mit Deutschland schon sehr lange im Gespräch und auch mit der Bundesregierung. Und man hat von der Bundesregierung eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit gezeigt. Und ich glaube, das wird uns noch weiterführen. Konkreter gefragt, also die Rückgabe von Gebeinen sollte stattfinden. Haben Sie eine Idee, wie das konkret und am besten funktionieren könnte? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbrochen habe. Nun, ich denke, man kann wirklich auch das wertschätzen, was bereits geschehen ist, die Zusammenarbeit der Deutschen und der deutschen Regierung mit uns. Wir haben bereits die Rückführung und Wiedergutmachungsanstrengungen gesehen mit der Unterstützung der deutschen Regierung, auch mit der Regierung von Tansania. Und das hat uns alle heute hierher geführt, all diese Initiativen. Die deutsche Regierung hat wirklich sehr positiv reagiert. Und es gab schon drei Ansätze und man reagiert sehr positiv. Vielleicht gibt es noch bestimmte Dinge und noch Verbesserungspotenzial, aber wir sind wirklich schon unterwegs. Was wir jetzt von den Deutschen erwarten, die Forderungen sind bereits formuliert und an die deutsche Regierung übermittelt worden, per Brief, per E-Mail. Es gab auch Treffen mit dem Minister und insofern erwarten wir und sind wir zuversichtlich, dass unsere Forderungen der deutschen Regierung überstellt wurden. Was wir erwarten, nun, der Bundespräsident hat zum tansanischen Präsidenten gesprochen und man hat sich dafür entschuldigt, was die deutsche Regierung in der Kolonialzeit getan hat. Die Familien
der Opfer erwarteten, eigentlich etwas in der Art eine Entschuldigung auf Familienebene. Es gibt viele Stämme in Tansania. Eine Entschuldigung ist unterschiedlich gegenüber jeder Familie. Und wenn man jemanden umgebracht hat, dann muss man differenziert vorgehen. Dann muss man zu jeder einzelnen Familie gehen. Es gibt Organisationen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Man muss einmal den Familien zuhören. Und was sind die Bedingungen, wie wir eine Entschuldigung vorbringen können? Also das sind gar keine großen Sachen, aber das ist bei uns nun mal Tradition. Also die Voraussetzungen müssen genannt werden. Wir als Hinterbliebene wären einverstanden. Es gibt auch eine Ausstellung, sie heißt Der Vortag. Das ist auch, ich kenne einen weiteren Abkömmling. Es wurden Entschuldigungen vorgebracht, aber wir als Abkömmlinge der Opfer haben wir haben bestimmte Bedingungen und die Voraussetzungen für eine Entschuldigung müssen geschaffen werden. Als tansanische Regierung kann man das nicht einfach entgegennehmen, sondern man braucht Verbindungsleute und man sollte zu den Familien gehen und diese befragen, was sollte passieren, damit eine akzeptable Entschuldigung vorgebracht werden kann. Und dann könnte jeder wirklich Frieden schließen und in die Zukunft schauen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das formulieren soll, aber wir haben es bereits mehrfach angebracht. Wir warten jetzt darauf, dass die Regierung unseres Landes reagiert. Die Nachfahren warten darauf und es wird jetzt auch Druck auf die Regierung ausgeübt, damit diese reagiert. Aber man möchte einen besseren Zugang zu der Regierung, damit eben der Dialog mit den Abkömmlingen stattfindet, gerade mit denen der Opfer, die bereits identifiziert wurden. Und diese müssen eben in Frieden ruhen gelassen werden. Wenn man das nur auf staatlicher Ebene macht, dann wird es eine weitere Generation dauern. Aber es gibt ja Gebeine, die bereits identifiziert wurden. Und dann können diese wirklich ein würdiges Begräbnis erfahren. Und wie bereits zuvor versprochen, man möchte ja die Identifikation der Opfer machen, die nach Deutschland gebracht wurden. Diese wurden noch nicht lokalisiert. Die deutsche Regierung sollte wirklich mehr Energie und mehr Druck auf die Suche nach den verschwundenen Gebeinen verwenden und das Wissen sollte auch überhaupt mehr verbreitet werden in Deutschland über die Kolonialzeit. Es gibt Bücher auf Deutsch, die Maasai, Meru und Chega. Da muss mehr Wissen verbreitet werden. Und wenn man einen Beispiel aus dem Buch nimmt, dass wir das kürzlich veröffentlicht wurde, da ging es um die Chaga. Die selbst kennen auch nicht alles davon. Ein Teil unserer Kultur ist immer noch hier, auch in den Archiven und in den Büchern. Das muss den Betroffenen zugänglich gemacht werden, dieses Wissen. Und die Bundesregierung und überhaupt das ganze deutsche Volk sollte sich nicht schämen oder auch die Regierung sollte sich nicht schämen, die Geschichte des Kolonialismus jeden einzelnen Tag den Menschen in Erinnerung zu rufen. Sorry, I've interrupted you earlier, but Entschuldigung für die Unterbrechung vorhin und ich
verstehe jetzt, dass Entschuldigung etwas ist, was man lernen muss und was im Rahmen eines Dialoges stattfinden muss. Und als ich Sie unterbrochen habe, wollte ich noch mal kurz auf Rückführung und Heimkehr zu sprechen kommen. Und solche Bemühungen gibt es schon, aber sie sollten verstärkt werden, wie wir schon gehört haben, damit die nächsten Schritte danach auch getan werden können. Und man sollte nicht ewig abwarten. Ich glaube, Sie haben darüber gesprochen, dass Ihr Vater schon so lange wartet und dass man solche Menschen nicht noch länger warten lassen sollte. Könnten Sie dem Publikum noch etwas darüber sagen, was in Ihrer Community der Plan ist für die Zeit nach der Heimkehr der Gebeine, die Zeit danach? Ja, also Rückführung, das ist etwas, was zweifach beleuchtet wird. Also das ist einmal auf politischer Ebene zu sehen, und auf politischer Ebene sehe ich noch nicht so viel. Man versucht einfach, einen Ausschuss zu gründen, der sich damit befasst. Aber die Nachfahren sagen, dass es auch nach ihrem Wunsch geplant werden sollte. Man möchte auch über die Bedingungen etwas wissen, also wer zum Beispiel trägt die Kosten für die Begräbniszeremonie, weil es eine geben wird, und wie erfolgt die Überführung? Würden die Särge im Flugzeug transportiert und so weiter? Und das möchten die Familien wissen, und das wird wohl auf Regierungsebene verhandelt, aber die Heimkehr der sterblichen Überreste sollte nicht ohne die Einbindung der Familien erfolgen. Diese Leiche wird vielleicht so transportiert und die andere vielleicht anders, und das je nach Traditionen. Man kann Leute nicht einfach zusammen transportieren, und es wurde anscheinend ja noch gar nichts in diesem Bereich getan. Und wenn es um die Rückführung geht, dann sollten die Familien einfach nicht ignoriert werden. Ja, vielen Dank. Ich möchte das auch noch zum besseren Verständnis erfragen. Das war eine sehr gute Illustration, damit man ein besseres Verständnis bekommt. Ich weiß jetzt, Sie sind vorbereitet, Sie wissen, was Sie wollen. Haben Sie eine Gelegenheit, das auch der Regierung von Tansania mitzuteilen? In diesem Prozess, gibt es da schon ein Gespräch darüber? Zum Beispiel, das machst du, wie werden die Schnittstellen gemanagt? Ja, es gibt da einige Gespräche auf regionaler Ebene. Ich hatte die Möglichkeit, auch im Auswärtigen Amt zu sein, und dann haben wir ihnen gesagt, was wir als Familien erwarten, und die Region, also ganz besonders meine Region um den Kilimanjaro, die wissen sehr genau, was wir erwarten, was wir möchten. Und es geht darum, was passiert, wie die Menschen behandelt werden, wie die Kulturgüter, die Besitztümer behandelt werden, wenn sie denn zurückgeführt werden. Und da gibt es also erste Gespräche, aber man sagt immer, dass man dann quasi Bescheid bekommt, wenn Zeit ist. Aber es geht meistens dann nicht sehr viel weiter. Aber wie ich bereits sagte, ist unser Plan, dort weiter Druck auszuüben auf Sie. Denn die deutsche Regierung kann das ja auch mit übernehmen, dass man da auch Regierungsdruck ausübt.
Ja, ich glaube, im Raum gibt es sehr viel Respekt für Ihre Kämpfe, für Ihren Kampf. Und da gibt es ja auch einige Nachkommen hier, die sehr gut verstehen, worum es dabei geht. Vicenzia, nochmal zurück zu dir. Heute wurde es noch einmal unterzeichnet und ich glaube, du sagst es selbst heute Morgen, dass diese Erinnerungsarbeit eine akademische Übung zu sein scheint und man müsste tatsächlich mehr mobilisieren, mehr die Zivilgesellschaft mit einbringen. Und jetzt, wenn du Anael zuhörst zu diesem Thema, was ich mitgenommen habe, ist, dass wir auch eine gewisse Verbindung zum Aspekt der Menschenrechte benötigen. Können wir vielleicht da so ein bisschen mehr eine genauere Reaktion von dir hören zu dem, was gerade gesagt wird? Wenn ich Anael zuhöre, dann merke ich, dass es nicht nur um die Rückführung geht und die Heimkehr ist. Es geht die Wiedergutmachung und den Ersatz. Das ist also ein sehr umfassender, komplexer Prozess. Und auch wenn wir über die Rückführung sprechen, dass das Wort der Reparationen versucht man zu vermeiden, das wird möglicherweise nicht angesprochen. Für uns gehört es aber zusammen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Rückführung und Reparationen zusammengedacht werden. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist immer nur am Warten. Man wartet auf die Regierung, aber dabei muss es nicht bleiben. Man kann in der Zeit auch viele Themen ansprechen. Es ging zum Beispiel darum, was wir mit diesen Gebeinen machen. Wir behalten sie einfach, wir bewahren sie auf und das ist relativ teuer. Was ist daran so profitabel, sie zu behalten? Das ist nicht ein Geschäft, was verloren geht. Warum ist für den Steuerzahler so wichtig, dass diese menschlichen Überreste hier bleiben? Das scheint also profitabel zu sein. Und diese Gespräche sollten fortgeführt werden. Und was unsere Erfahrung betrifft, Gewalt ist ein sehr profitables Geschäft, wahrscheinlich das profitabelste überhaupt in der Welt. Ich weiß also nicht, ob wir über diese Themen sprechen und das tatsächlich mit der Zivilgesellschaft ansprechen. Denn wenn wir diesen Fakt nicht angehen, dass seit Jahren die Kulturgüter eines anderen Landes hier aufbewahrt werden. Und wenn wir dann über den Dinosaurier sprechen, dann hört man, das ist, wäre ein Verlust, denn wir fördern ja unsere Museen. Das ist in Ordnung, das öffentlich auszusprechen. Aber wenn es über die menschlichen Überreste geht, warum müsste man dann die Lagerung dieser Gebeine von Regierungsseite fördern? Warum müssen wir darauf Steuergelder aufwenden? Das muss Deutschland unbedingt angehen. Warum behalten wir die Gebeine eines anderen Landes? Warum bewahren wir sie auf mithilfe des Steuergeldes, wenn das doch gar nicht profitabel ist oder wenn es doch gar nicht zu unserem Nutzen ist? Leute, die aus Tansania kommen, die stellen sich natürlich die Frage, wenn man sagt, man wartet auf die Entscheidung der tansanischen Regierung und auf die deutsche Regierung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, worauf man da wartet. Also der Druck auf die Regierung müsste doch eigentlich ganz hoch sein, dass man diese Rückführung organisiert. Und das sind genau diese Debatten, die man benötigt. Ja, vielen herzlichen Dank, Vincenzia. Also wir sagten, es geht also um die Entschuldigung, die Rückführung, die Wiedergutmachung. Da spricht man sehr viel darüber in Tansania, nicht so sehr viel hier. Aber vielleicht auch diesen lateralen Aspekt dieser Profitabilität. Katharina, willst du das vielleicht nochmal aufgreifen? Also ich habe zugehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es ja wirklich verstehe. Wir sprechen ja nicht über den Dinosaurier, wir sprechen ja über die Gebeine. Und
Ich kenne eigentlich kein Museum, das sagt, ich möchte das behalten. Man ist ja eher peinlich berührt, dass man diese Kisten hat. Viele haben das tatsächlich vergessen. Viele entdecken sie gerade neu, dass sie dort irgendwo in den Keller Räumen noch vorhanden sind. Also wenn man die Museen danach fragt, dann merkt man, dass man sie tatsächlich vergessen hat. Und das ist das, was einem natürlich auch peinlich ist. Also John, ich kann mich noch erinnern, als Ihre Frau da war, warum, wie können Sie das denn vergessen haben? Wie können Sie denn vergessen, was Sie uns angetan haben? Und das ist tatsächlich eine wirklich sehr schwere Frage zu beantworten. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass sich da niemand verantwortlich gefühlt hat? Und wenn wir das Thema öffentlich ansprechen, dann merke ich, dass es tatsächlich ja, zu sehr viel Entrüstung führt. Die Leute sind geschockt, schockiert. Ich verstehe, also ich höre zu, aber ich verstehe den Fall nicht. Also man hatte vor 100 Jahren rassistische Ideen, die man wissenschaftlich belegen wollte. Für uns ist das jetzt wirklich ein sehr, sehr seltsamer Ansatz. Das hat ja jetzt keine Grundlage mehr. Jetzt sind sie nun einmal da und es ist irgendwie scheinbar gar nicht so einfach, dass diese Museen diese Gebeine wieder loswerden. Die Gebeine sind dort und sie senden eine Botschaft aus. Wir sind hier und sie müssen etwas mit uns tun, denn die Museen, was sollen sie denn damit anfangen? Sie möchten sie ja zurückgeben, aber sie wissen gar nicht, wie. Es sind ja menschliche Überreste, man kann sie ja nicht einfach wegwerfen oder man kann sie nicht einfach löschen oder das einfach vergessen. Es ist ja auch gut so, dass es so ist, denn menschliche Überreste sind ja ganz wichtige Erinnerungsträger dessen, was passiert ist. Und sie führen dazu, dass wir über diese Vergangenheit reden und damit umgehen. Es ist also eine ganz wichtige Botschaft, die von ihnen ausgeht. Man kann sie nicht einfach verpacken und zurückschicken. Und das ist auch vielleicht ganz gut so. That's what it is. I mean, I don't understand. I mean, you need to explain. I mean, I don't know how anybody would profit from it right now. Ich weiß gar nicht, wie jemand davon Nutzen nießen könnte. Denn jetzt ist die Situation so. Sie liegen dort, sie erinnern uns daran, dass jetzt aktiv etwas getan werden muss, um sie wieder nach Hause zu bringen. Danke, Katja. Meine letzte Frage als Moderatorin wäre jetzt folgende und danach würde ich dann auch die Fragerunde für das Publikum eröffnen. Christina Hashimi sagte am Morgen als Kommentatorin, dass die zivilgesellschaftliche Einbindung dort vielleicht sinnvoll wäre, wenn sie denn länderübergreifend stattfindet. Andreas, do you have a take on that? Andreas, was kannst du dazu sagen? Wenn wir das vielleicht noch mal im Bereich der Wissenschaftskooperation aufgreifen, also die ganze Beziehungsethik ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber das spricht natürlich auch alles die wissenschaftliche Welt an. Und die Frage, die Katja gerade von Vicenza weitergeleitet bekommen hat, ist ja jene, wo man vielleicht auch eine gewisse wissenschaftliche Neugier beobachten kann. Wir sind ein tatsächlich interessantes Forschungsobjekt. Und die Objektifizierung, das sind natürlich Praktiken der Vergangenheit und auch der Zeit. Ich finde, das ist schon durchaus interessant. Das sind interessante Fragen, die uns gestellt werden. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir tun sollten. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch unsere afrikanischen Kollegen viel mehr in die Forschungsarbeit mit einbringen. Wir sprachen über die vielschichtigen Dimensionen, aber es könnte bedeuten, dass wir die Expertise sehr viel ernster nehmen, die Forschungsprogramme und die Fragen. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass am Ende Förderinstitute auch mehr erfahren.
Ich glaube, es gab dort eine ziemlich steile Lernkurve, die ich vielleicht auch mit angestoßen habe, aber es wäre auch wichtig, dass diese Fördergelder nicht immer über uns zugeteilt werden, wir als deutsche Torhüter, um Zugriff auf Fördergelder für Forschung zu bekommen. Ich glaube, das wäre relativ wichtig für die Zukunft. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Dinge, die Berücksichtigung benötigen. Ich glaube, man muss nicht immer wiederholen, muss das wir brauchen einen stärkeren, regelmäßigen Austausch, denn sonst ist es immer die Ausnahme. Es ist immer, ach so, das ist die Visa-Angelegenheiten. Und das muss unbedingt aufhören. Also der Austausch muss auf jeden Fall befördert werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht ein guter Moment ist oder eher vielleicht auch nicht. Ob wir da noch eine andere Ausnahme haben, was diese transnationale Erinnerungsarbeit wirklich benötigt, ist die Mobilität. Aber andererseits möchte ich natürlich auch die Möglichkeiten nutzen, dem Auswärtigen Amt und der Botschaft zu danken, dass sie es uns jetzt hier ermöglicht haben, dass durch das Besuchsprogramm das Podium anwesend sein kann. Es ist natürlich jetzt für diesen Fall zu beobachten, dass es Bereitschaft gibt, aber das betrifft natürlich nicht die allgemeine Bevölkerung. Ich glaube, jetzt wäre vielleicht doch der Zeitpunkt gekommen, in die Fragerunde zu gehen. Vielleicht auch für all jene, die später dazugekommen haben. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen. Der Herr vorne in der ersten Reihe, zweite Reihe. Ups, thank you, Andreas. My name is Zablon Kiwelo. Wie ist es denn? Der Enkel von Kundatu Sudesha. Ich bin mit zwei Söhnen, heute mit zwei Kindern angereist. Und wir reisen dann wieder nach Tansania zurück. Und was soll ich meiner Familie erzählen und den Dorfbewohnern erzählen? Wir haben gestern den Film sehen können. Und jetzt ist die Frage, was können wir ihnen sagen? Was können wir ihnen konkret mitteilen, wenn wir nach Tansania zurückkehren? Thank you very much. Is there I saw hands here in the back and then further. Ich habe hier noch einige Handmeldungen im rückwärtigen Raum gesehen. Ulison. Ich bin in einem Erinnerungsinstitut tätig und es hat mich gestern sehr bewegt, diesen Film zu sehen. Und ich habe die ganze Nacht noch weiter darüber nachgedacht. Das war irgendwie die ganze Zeit beständig präsent, um nochmal wieder aufzurufen, was ich gesehen habe. Und ich bin recht dankbar, dass ich jetzt wirklich merke, dass es verschiedene Maßnahmen gibt, die derzeit eingeleitet werden. Und ich habe mich dann tatsächlich selbst gefragt, vom Beginn dieses Podiums an, was ist der eigentliche Grund, warum diese Gebeine hier weiter aufbewahrt werden? Wer hätte denn daran ein Interesse? Was steckt dahinter? Und jetzt habe ich gemerkt, dass es eine solche Bewusstseinsänderung gibt. Ich glaube, vor 10, 20, 40 Jahren war das, glaube ich, anders. Ich habe Jugendliche unterrichtet. Wir sind zusammen nach Tansania gefahren und habe sie über die Kolonialzeit unterrichtet. Und sie waren tatsächlich schockiert und fragten mich, können wir da überhaupt hinfahren? Wie nehmen uns denn die Leute in Tansania überhaupt wahr? Die Enkel oder Urenkel jener, die diese Verbrechen begangen haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau das Thema, was heute angesprochen werden muss. Da gibt es sehr viel mehr Bewusstsein für dieses Thema und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Was ich aber noch einmal anführen möchte, es ist tatsächlich auch ein spiritueller Aspekt,
diese Gebräune zurückzuhalten? Wie gehen wir damit um, die ja Teil des Körpers sind und natürlich auch das Recht haben, wieder in den eigenen Boden überführt zu werden? Und wenn wir christliche Beerdigungen ausführen, dann ist das Ritual jenes, dass wir Erde zu Erde und Asche zu Asche, da kommen wir her und dorthin gehen wir auch wieder zurück. Und das ist ein Zeichen des Respekts auch gegenüber anderen Kulturen. Und das sollte doch eine Motivation für Ihre Bemühungen sein, ob das nun in der Regierung oder in anderen Institutionen ist, das zu rechtfertigen, warum diese Bemühungen zu unternehmen sind. Denn das entspricht ja auch den Wünschen, Bedürfnissen all jener in den Dörfern. Sie haben einfach das Recht, das wieder zu bekommen, was ihres ist, die Gebeine ihrer Vorfahren. Vielen Dank für diese starke Erklärung, das Recht der Heimkehr. Dann der Gentleman hier und dann der Person mit dem Hut. Sorry, I can't properly see you. So, wir machen jetzt hier nochmal die letzte Einteilung der Fragenden. Thank you. I'm Irvin, a Tanzanian who's living here in Berlin. Irvin, ich bin hier in Berlin ansässig. Ich habe den Film gestern gesehen und die Reaktion ihrer, die dann die zwei Schädel aus Songea gesehen haben, aber der DNA-Abgleich funktioniert oder ergibt keine Übereinstimmung. Und ich glaube, für all jene, die dann schauen wollen, ob es eben solche Überbleibsel gibt. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man Dissidenten oder Leute hat, die vor Ort sind, die sich um diese Themen kümmern können. Aber für diejenigen, die diese Schädel betrafen, sie waren auch aus Songea und sie haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, hier danach zu suchen. Und was tut man für all die anderen Gebeine, wo es vielleicht tatsächlich keine aktiv Suchenden gibt? Man weiß vielleicht, wo sie her sind, aus welchem Ort sie kommen, aber wie wäre dafür der Prozess, diese rückzuführen? Denn ich glaube, es ist gibt einen relativ großen Anteil von Gebeinen, die nicht zugeordnet werden können oder wo es eben keine aktiv suchenden Familienmitglieder gibt. Zwei Fragen würde ich noch zulassen und dann, denke ich, gehen wir in die Antwortrunde. Ich habe eine ganz konkrete Sama Imani vom ECCHR und wir arbeiten als Menschenrechtsorganisation an dem Thema der Rückführung und jetzt bin ich am Deutschen Institut für Menschenrechte und bin aber hier für Decolonize. So, das war jetzt eine lange Einführung. Kurze Frage. Es geht um diesen deutschen Ausschuss, der zusammengesetzt werden soll. Und wenn es um Regierungsführung geht, da geht es um Transparenz, um Rechenschaftspflicht und Kontrolle. Und meine Frage wäre, ob es dort vielleicht eine Art Schiedsstelle gibt oder einen Beschwerdemechanismus, wo eben die betroffenen Gemeinschaften sich melden können, um dann tatsächlich eben auch die Teilhabe jener zu garantieren, die am meisten betroffen sind. Short and then make it short. So two questions, please. First question. Ja, zwei Fragen habe ich. Gibt es eine wissenschaftliche Relevanz für die Leichen im Keller, für Wissenschaftler, für Biologen und so weiter? Gibt es irgendeinen Nutzen? Und wenn nicht, warum sollten Sie hier bleiben? Und die zweite Frage, Rückgabe und Rückführung. Man kann natürlich die Gebeine alle zurück nach Tansania fliegen und dann aber auch wieder gut machen und Geld. Entweder Regierung zu Regierung, also Verhandlungen und dann Zahlung Regierung an Regierung. Zweitens Zahlung direkt an die Communities oder drittens Direktzahlungen zu den Hinterbliebenen der Opfer. Und da möchte ich gerne mal wissen, wie Ihre Position lautet. Vielen Dank.
als Moderatorin fühle ich mich ein bisschen unwohl bei diesem Sprachgebrauch. Manchmal bei meinem eigenen, aber manchmal auch, was da anklingt in den Fragen. Ich denke, wir sollten selbstreflektiert sein. Also für einige von uns ist das ein sehr emotionales Thema. Und ich denke, wir müssen auch in unserem Sprachgebrauch sehr reflektiert sein. Und das habe ich vielleicht auch nicht immer in meinem Wortgebrauch getan. Aber meine, wie sieht es aus mit den Antworten auf die Fragen? Sollen wir jetzt mal anfangen? Ja, für den Fall, dass wir uns immer noch gegenseitig missverstehen. Also es gibt gar keinen Grund dafür, dass und zwar überhaupt keinen Grund dafür, dass die Gebeine nicht zurückgeführt werden sollten. Our friends from Moshi Siddhartha. Und unsere Freunde aus Moshi Siddhartha hat mich gefragt, du bist ja einer der Nachkommen und wir wissen, dass sie identifiziert worden sind. Das ist einer der offensichtlichsten Fälle. Also die müssen so bald wie möglich, müssen diese Gebeine zurückgeführt werden, zurückgegeben. Wie können wir das so machen, dass es würdig ist und dass es nicht irgendwie als Paket nach Afrika geflogen wird, sondern dass man das so sensibel vornimmt, dass die Gebeine heimkehren können nach Tansania, dass die Regierung einverstanden ist, aber dass die Hinterbliebenen auch einverstanden sind. Wir müssen herausfinden, wie das zu tun ist und ich sehe keinen Grund abzuwarten. Wir sollten das so schnell wie möglich tun. Ich freue mich sehr, dass Sie am Freitag auch den Botschafter sehen werden und ich werde ihn später fragen und dann werden wir schauen, wie wir das hinbekommen. There was this really important question. Und dann gab es eine ganz wichtige Frage, denn es gibt tatsächlich 4 Szenarien, aber wir haben 15.000 sterbliche Überreste in Deutschland und einige von ihnen werden auch niemals identifiziert werden können. Was wir tun können als die Regierung und als Bundesländer, wir können so weit wie möglich investieren in die Herkunftsforschung und schauen, was wir tun können, was in unserer Macht steht, um sie doch noch zu identifizieren, dass wir sicher sein können, dass diejenigen, die wir wirklich nicht identifizieren konnten, dass wir sagen können, wir haben es beim besten Willen nicht geschafft, aber wir haben unser Bestes gegeben. Und das wird Geld kosten, sehr viel Geld. Und dann ist es auch eine Frage der Spezialisten. Da gibt es nämlich nicht besonders viele. Wir haben vielleicht eine Handvoll. Also wir müssen jetzt auch Leute dafür qualifizieren und wir können jetzt nicht uns einfach verlassen darauf, dass 2 oder 3 ExpertInnen sich damit befassen. Wir müssen über DNA-Analyse sprechen. Das ist die Frage. Also wenn die Familie kommt und sagt, ja, diese Gebeine sind aus unserer Region, dann sollte man das gucken. Aber wie weit geht man? Es gibt bestimmte ethnische Gruppen weltweit, zum Beispiel aus Neuseeland, und die sagen, DNA-Testung wollen sie nicht, ja, aus ethischen Gründen. Insofern muss man wissen, ob die Nachkommen oder die Gemeinschaften mit DNA-Testungen einverstanden sind. Wir können nicht einfach 15.000 menschliche Gebeine einer DNA-Testung unterwerfen, weil wir gar nicht wissen, ob das okay ist. Wir können natürlich alles Mögliche zur Identifikation tun und dann können wir uns fragen, was wir mit den übrigen Gebeinen machen. Kommen Sie vielleicht aus einer bestimmten Gemeinschaft, dann können Sie dahin heimkehren. Vielleicht kann man auch nur sagen, aus einer bestimmten Region oder aus einem Land oder vielleicht sogar nur der Kontinent. Das heißt, wir sollten mal anfangen mit denen, die wir identifizieren und daran weiterarbeiten. Wie gesagt, also nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Wir haben auch von unseren Freunden gehört, das könnte dann einfach zu spät
Identität sein. Und dann müssen wir auch eine würdige Lösung finden für diejenigen, die wir nicht identifizieren konnten. Wenn man weiß, wie viele sterbliche Überreste aus Tansania hier sind, dann werden sie vielleicht als Gruppe heimkehren und irgendwo ein würdiges Begräbnis gemeinsam in Tansania finden. Oder vielleicht bleiben einige auch in Berlin und werden hier bestattet als Mahnmal wegen der Kolonialzeit. Auf jeden Fall möchte ich daran erinnern an die Präsenz dieser Gebeine. Sie sind hier und sie fordern uns auf, sie fordern uns heraus, eine Lösung zu finden. Also alles, was nicht geht, ist, dass sie im Keller eines Museums liegen. Wir müssen also sie wieder rehumanisieren, wieder zu Menschen machen, ihnen ihre menschliche Würde zurückgeben und ein würdiges Begräbnis, wo sie Frieden finden können. Ja, jetzt ist die Frage, ob es noch weitere Anmerkungen gibt. Wir haben vielleicht noch so 5 Minuten. Nancy, Larissa, also einige, ja, kenne ich schon. Sorry, ich habe hier einen Beitrag übersehen. Gut. Ja, also wir haben einige Strukturen. Wir haben Kontakte, AnsprechpartnerInnen, also zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern. Da können wir Daten erheben aus ganz Deutschland. Wenn Nachfahren ihre Vorfahren suchen, dann wissen sie zumindest schon mal diese kontaktieren. Sie können anrufen und dieses Verzeichnis ist noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Und wir müssen auf jeden Fall auch Kapazitäten und Kompetenzen aufbauen. Zunächst mal müssen wir eben Möglichkeiten finden. Wie gesagt, es gibt viele offene Fragen, wo Gesetze natürlich hilfreich sein könnten für Verfahren oder auch Informationsrechte. Aber wie gesagt, ich würde einfach mal anfangen. Ja, also es hat noch nie ein Verbot gegeben, seine Vorfahren nach Hause zu bringen. Und man könnte in Deutschland natürlich auch Klage erheben. Das ist nun mal einfach bei uns Gesetz. Aber bisher gab es keinen Grund auf der einen Seite, aber auch kein bestimmtes Verfahren. Und wir arbeiten uns dann einfach vor. So there's 2 more hands I saw. And es gibt 2 weitere, nein, eine dritte weitere Wortmeldung. 4. 4 würde ich sagen und dann schließen wir auch das Podium. Ist das eine Dehnübung oder eine Wortmeldung? Okay, 5, wenn Sie alle versprechen, sich kurz zu halten. Vielen Dank. Nancy. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, mit uns zu sprechen. Und bei einer Sache habe ich mich zurückgehalten, aber das hat mich getriggert. Aber im Stillen, wenn ich nicht darüber sprechen würde, würde ich dieses mit ins Grab nehmen und das wäre nicht gut. Also einfach die sterblichen Überreste, da habe ich aus den Bemerkungen herausgehört, wenn diese sterblichen Überreste kein Tabu mehr sind, da wurde ja gesagt, warum sollten wir sie behalten? Aber es ist ein Paket. Die Mineralien, die wir extrahiert haben, all die profitablen Dinge, die wir extrahiert haben und auch sehr reichen Menschen, bevor die Deutschen kamen, wurden zurückgelassen in Armut. Wir exportieren Kupfer und das haben wir gemacht, bevor die Deutschen kamen und aufgrund der Zerstörung beim Maji-Maji-Widerstand ist die Bevölkerung verarmt bis heute. Und das besteht Form. Wenn Sie also sagen, wir sind nicht länger interessiert, wir lassen
den Staat das finanzieren, wenn wir, das kostet Geld, auch das einfach aufzubewahren. Hier, Tansania, nehmt jetzt eure Leichen und haut ab. Das ist nicht akzeptabel. Das heißt, dass es keinen Bedarf mehr, diese Überreste aufzubewahren. Also die können jetzt mitgenommen werden und wenn nötig morgen. Dann gibt es aber doch noch andere Dinge, die man in die Waagschale werfen muss. Die menschliche Eigenschaften eines Menschen ist wichtig, aber es sollte auch nicht vergessen werden, dass dieses Verbrechen waren. Und dass es muss auch Raum für Zusammenarbeit und Verhandlungen geben. Und es geht auch um Geld. Das sollten wir, sollten nicht über Profite sprechen, wer profitiert und wer profitiert nicht. Es tut mir leid, dass ich das, dass es so harte Worte sind, aber ich musste das einfach mal loswerden. It's probably the biggest challenge yet. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir diesen Dialog begonnen haben und dass wir auch so offen gesprochen haben. Bitte sind Sie weiterhin so offen. Ich verspreche aber auch, den Blick auf die Uhr zu behalten. Wir sind von der Lost Art Stiftung. Wir finanzieren viele solcher Projekte und Provenienzforschung aus vormals kolonisierten Ländern zur Herkunft von Vorfahren ist eins unserer Aufgabengebiete. Ich möchte auf die Kommentare gerade von Kirsten und Valence zu sprechen kommen. Und da geht es um die Finanzierung. Und Sie haben auch ein Budget erwähnt, das hier beschlossen wurde. Und die Zivilgesellschaft wird ein Auge darauf halten, so wurde auch gesagt. Und da möchte ich noch mal auf die Anmerkung von Valence zu sprechen kommen, wer das bezahlen soll. Und das stimmt. Die Zivilgesellschaft und auch die Stakeholder aus den Ursprungsländern müssen darauf achten, ob dieses Budget, wird es genutzt, für wen ist es zugänglich? Wir können diese mehrstimmige Diskussion aufrechterhalten. Wir müssen nur darauf achten, dass es nicht zu einer Konversation zwischen staatlichen Institutionen ist. Wir brauchen wirklich die breite Beteiligung der allgemeinen Bevölkerung und wir brauchen diese Mehrstimmigkeit. Das sind ganz entscheidende Punkte, denn ich denke, das entscheidet sich in den nächsten Monaten. Larissa, ganz herzlichen Dank. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und die Bedeutung kollaborativer Provenienzforschung ist, man braucht auch Mobilität, man braucht Visa, darauf werden wir achten. Und ich glaube, es gab hier noch eine Anmerkung. Wer möchte anfangen? Ja, gut, also dann bekommen Sie das und dann die Dame da hinten und dann Carola nochmal. Ja, ich möchte auch nur kurz etwas sagen zu der Frage, warum sind die Gebeine hier? Nun, das ist wirklich eine Frage, die wir als Deutsche und beantworten müssen und als Anthropologen finde ich, dass wir darüber noch mehr fragen müssen, denn diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten und das liegt daran, dass an dem Status quo und der Normalisierung der Ideen, die wir haben von Sammlungen, von Beziehungen und auch von Zugang zu Wissen, Eigentum, viele Dinge, die Nationalstaaten betreffen, viele Vorstellungen, die wir dann auch noch mal überdenken müssen, wenn wir eine neue Ethik haben möchten für die Beziehungen zwischen Tansania und Deutschland. Und ich kann auch nur sagen, wir haben die
was Teflon betrifft. Wir haben die Vorfahren besucht und er sagte, ich spüre euren Schmerz und diesen Schmerz müsst ihr jetzt mitnehmen. Und wenn es euch ernst ist mit der Rückführung der Gebeine, dann wird es passieren, denn keiner wird euch aufhalten. Und es wird ja auch gesagt, man möchte die Gebeine der Vorfahren nicht mehr hier einfach verwahren und zurückhalten. Und wenn die Regierungen auch von Tansania nichts dagegen hat, dann werden sie zurückkehren. Und Provenienzforschung ist wichtig. Und ich sage aus deutscher Perspektive, es gibt da sehr viel rassistische Überreste und auch kolonialistische Dinge und Kontinuitäten, die bei uns in den Köpfen noch fest verwurzelt sind. Es ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen, warum wir diese Sammlung überhaupt hatten, warum wir sie jetzt zurückgeben wollen. Und wir sollten wirklich darüber sprechen, um einen Weg zu finden als Institutionen und auch als deutsches Volk, zu sagen, dass wir ein echtes Interesse daran haben, diese Gebeine der Vorfahren zurückzuführen. Und die Provenienzforschung ist keine Frage, die nur die Deutschen alleine beantworten können, sondern das, auch das muss im Dialog stattfinden. Und das ist eben eine Gelegenheit und eine Pflicht, an unseren eigenen Geschichten, an unserer jeweils eigenen Geschichte zu arbeiten. Ja, das wäre eigentlich ein Thema für ein ganz eigenes Forum. Der nächste Beitrag. Nun, ich möchte mich dem anschließen, was andere schon gesagt haben. Ich möchte noch mal einen breiteren Blick auf die Politik der Erinnerungskultur werfen. Und die Rückführung der Gebeine ist nur ein Aspekt davon. Es geht um Normalisierung von Beziehungen. Da ist das hier nur ein Teil davon. Aber die Rückgabe menschlicher, sterblicher Überreste, da heißt es auch, das bedeutet auch, dass man ein bestimmtes Kapitel schließt und jemanden zur Ruhe bettet. Und dieses Schließen, das notwendig ist, damit Gemeinschaften auch bestimmte Trauerrituale abschließen können und nicht also das Trauerritual für Dinge, die nicht abgeschlossen werden konnten. All das ist wichtig, damit ein neues Kapitel geöffnet werden kann. Also diese Verbindung des Gedankens, der Rückgabe von Überresten und dem Schließen und dem Abschließen mit etwas. Ja. Wir haben ja auch so Trittsteine, die wir legen, zum Beispiel für getötete Jüdinnen und Juden und ihre Familien. Und das ist eine Voraussetzung zur Anerkenntnis dessen, was wir getan haben. Und das kann den Weg öffnen für Neugier und Interesse. Das muss miteinander verbunden werden. Also die Erinnerung an die Verstorbenen ist wichtig. Es ist aber auch ein Teil dessen, dass die Beziehungen unter den Lebenden verbessert werden. Und ich denke, so dieses neue Kapitel in unseren Beziehungen, das sollte uns allen am Herzen liegen. Ja, vielen Dank. Jetzt noch ein Beitrag aus der hinteren Saalhälfte. Ja, hallo, mein Name ist Naima und ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wir sprachen über sterbliche Überreste, die in deutschen Museen sind, aber gemäß der Forschung wurden sie auch irgendwo verkauft. Sterbliche Überreste, die in den USA gefunden wurden. Meine Frage ist, wie kann es sein, dass die, oder was möchte die deutsche Regierung tun, damit das amerikanische Museum
eine Rückführung nach Tansania vornimmt. Also die USA sind nur die Käufer und die Deutschen sind Verkäufer. Und es könnte sein, dass kein Rechtsanspruch auf die Rückführung der Gebeine besteht, weil es ein Kauf war. Und zweitens, ich weiß nicht, wie die anderen sich fühlen, aber ich habe ein großes Fragezeichen. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was die deutsche Regierung sagt und tut, und dem, was die Tansanier tun. Der exzellente Präsident Steinmeier war im September letzten Jahres in Tansania und er hat mit Madame Samia gesprochen. Und wenn ein Komitee, ein Ausschuss gegründet werden sollte, dann sollte auch ein Follow-up geschehen. Was hat das Komitee bisher geschafft? Denn es ist schon über ein halbes Jahr her, dass diese Unterredung stattgefunden hat. Also man spürt den Schmerz, wenn er an die Tür klopft. Also wie gedenken wir solcher Menschen, die betroffen sind? Und wenn sie hierher kommen mit Hoffnungen und nach Hause fahren mit Fragen statt Antworten, dann sollten wir alle noch mal nachdenken. Vielen Dank. Wenn Sie es erlauben, dann wir werden all diese sehr komplexen Fragen und Kommentare nicht beantworten können, aber vielleicht könnte jeder auf dem Podium entscheiden, was ihn oder sie besonders angesprochen hat und dazu kurz etwas sagen. Vielen Dank. Ja, wie es schon angeklungen ist, diejenigen, die Druck for you to consider it very important. It's about that. Und was besonders wichtig ist, ist die Chance auf Rückgabe und auch die Idee Kolonialismus wirklich in die Lehrpläne einfließen zu lassen. Und das sollte von der Grundschule an gelehrt werden, bis hin zur Oberstufe. Ich habe die Wirkungen erfahren, nehmen wir also das Beispiel eines Freundes her. Und das ist ein deutscher Freund und er kam nach Tansania und er wusste nichts über die Kolonialgeschichte. Und er hat dann aber die Auswirkungen gesehen und dann das in seine Arbeit einfließen lassen. Also wenn dieses Wissen nicht vorhanden gewesen wäre, dann wären wir heute nicht hier, denn nicht jeder ist nicht mit dem einverstanden, was uns angetan wurde. Und wenn dieses Bewusstsein nicht da wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen, dann wären wir schon lange fertig. Vielen Dank. Memory means acknowledgement, right? Also genau, Gedächtnis heißt Anerkenntnis. Ja, ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, über dieses Abschließen und Öffnen und warum wir immer noch diese Gebeine haben in diesen Sammlungen. Zunächst einmal möchte ich sagen, nicht nur Museen, sondern auch Universitätssammlungen haben solche Gebeine. Und da gibt es natürlich die Befürchtung, dass dieses nicht gerade die Stärke unserer Universitäten ist, also eine Erinnerungskultur zu etablieren, aber was man technisch gesehen tun kann, aber auch symbolisch für Vertrauensbildung ist es wichtig und das wurde auch empfohlen von einer Stelle, die vor allem von afrikanischen KollegInnen gegründet wurde. Nämlich die Kollektionen, die Sammlungen, dass man das Eigentum daran aufgibt. Also die sammelnde Stelle dieser sterblichen
Überreste. Das ist ja absurd, dass sie immer noch da sind. Und man muss aber deutlich machen, dass man sie nicht vergessen wird. Eine Folgemaßnahme, das wäre vertrauensbildend, weil sie eben sagten, sie wollen nicht irgendetwas tun, sie wollen nichts mehr, sie haben nichts mehr vor mit diesen Überresten. Also etwas, was technisch einfach ist, aber von hohem symbolischen Wert ist. Vicenza. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wenn wir ethisch wertvolle Entscheidungen treffen wollen bezüglich der Beziehung zwischen Tansania und Deutschland, da sollte es kein Falls oder Aber oder wie auch immer, es sollte solche Worte nicht geben, wenn wir über Rückführung und die Heimkehr von Dingen sprechen. Keine Einschränkung. Ich versuche noch einmal auf diese Frage zu antworten. Es wäre natürlich schön, wenn man etwas versprechen könnte, was Sie jetzt einfach als Botschaft mitnehmen können. Aber in der Position befinde ich mich nicht. Ich kann Ihnen zumindest versprechen, dass wir uns nicht zurücklehnen und nichts tun. Es ist ein ständiger Dialog. Wir sprechen mit der tansanischen Regierung, wir sprechen mit den Botschaftern. Sie sprechen mit den Botschaftern. Es gibt also einen beständigen Dialog. Wir sind nach Paris gefahren, wir haben uns ausgetauscht, wie dort umgegangen wird mit den Gebeinen. Wir haben uns mit New York in Verbindung gesetzt. Es ist also durchaus ein Prozess, der hier vonstatten geht. Niemand lehnt sich zurück. Natürlich verstehen wir die Bedeutung und die Notwendigkeit und auch die Eile, die damit einhergeht. Ich kann Ihnen einfach nur versprechen, dass ich persönlich zumindest so viel tun, wie eben möglich ist. Und wenn es aber um die Heilung geht und der zukunftsgerichtete Blick, der Botschafter ist jetzt nicht hier, aber viele sagen, ja, warum schaut man immer zurück, wo all das passiert ist? Wir haben doch jetzt gute Beziehungen mit Tansania. Lasst es uns doch dabei belassen. Natürlich öffnet das alte Wunden, aber manchmal ist es auch notwendig, dass diese Trauma überwunden werden, damit wir eben ein neues Kapitel öffnen können. Und John, als Sie das erste Mal hier waren, Sie sagten, ach guck mal, mein Buch ist schon fast voll. Und kommen wir nach Moschee und öffnen ein neues Buch. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Es ist ein gemeinsamer Ansatz, es sind gemeinsame Bemühungen und wir sind beide Nutznießer. Dann, damit schaffen wir es, selbst unsere Vergangenheit zu überwinden und das hilft uns dann auch, eine bessere Beziehung in der Zukunft zu pflegen. Und ich bin noch einmal sehr, sehr dankbar, wie gut ich empfangen wurde in Moschee. Ihr Großvater war da, die Entschuldigung wurde angenommen. Ich weiß, das ist definitiv nicht selbstverständlich und das war tatsächlich für mich ein sehr besonderer Moment, dass das möglich war. Und bitte grüßen Sie mir Ihren Großvater. Es war wirklich für mich ein großartiger Moment, ihn kennenlernen zu dürfen. Und ich hoffe, dass die Vorfahren zurückkehren können, solange Sie und auch Ihre Großväter noch am Leben sind. Vielen herzlichen Dank an alle Podiumsteilnehmer. Vielen Dank für Ihre Fragen und wirklich wertvollen Wortbeiträge. Ich glaube, es war hier sehr viel Bereitschaft da, um tatsächlich eine bessere Beziehung für die Zukunft aufzubauen. Ich sehe, hier ist wirklich viel Engagement da. Sie sagten, Sie werden häufig kritisiert. Das geht uns ganz genauso. Auch wir werden häufig kritisiert, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Multidirektionale Ansätze. Aber jemand sagte heute Morgen, man muss nicht einfach nur zuhören, sondern man muss die Dinge auch aufnehmen. Vielen herzlichen Dank also noch einmal an dieses wundervolle Podium und auch an Sie, das Publikum. But to also humbly trying to close the forum. Ich werde jetzt natürlich auch versuchen, das gesamte Forum zum Abschluss zu bringen. Das war ja ein sehr bereichernder Tag. Wir haben viele wichtige Schlagwörter mit auf den Weg mitgegeben bekommen für vielleicht die nächste Form des Dialogs. Darüber haben wir noch nicht entschieden, aber es ist definitiv der Bedarf, dass es mehr geben wird. Bernard Ntandi sagte, es gibt keine Möglichkeit, die Zukunft zu formen, wenn wir nicht in die Vergangenheit blicken. Und gestern nach der Premiere
von Empty the Grave, John, Sie waren es, John Barnum, ein Nachfolger von Sam Barnum, sagte, er muss seine Aufgabe erfüllen. Er muss seine Vorfahren nach Songea zurückbringen, damit seine Kinder diese Trauerarbeit nicht fortführen müssen. Und die Aufgabe, ihren Urgroßvater zurückzubringen. Das heißt, für die Zukunft müssen diese Themen ausgeräumt und gelöst werden. Ich habe sehr viel Bereitschaft und Engagement beobachten können. Lassen Sie uns also weiter daran zusammenarbeiten, dass dies möglich gemacht wird. Und ich hoffe, dass das Podium hierfür einen gewissen Grundstein gelegt wird. Der Dialog muss natürlich weitergehen und auch konkrete Aktionen, konkrete Ideen, wie Hindernisse überwunden werden können und wie wir unsere Ziele erreichen. Und damit möchte ich Sie gerne nach Hause entsenden und würde mich freuen, wenn Sie am 30. Mai auch dabei sind. Da gibt es eine Theateraufführung zum Genozid in Namibia von einer Nama-Gruppe. Die Flyer hängen draußen. Schauen Sie gerne im Kalender nach, was es sonst noch Interessantes für Sie gibt. Veranstaltungen, Debatten und Kunstworkshops zum Thema multidirektionale Aufarbeitungsarbeit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sein konnten. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Gäste aus Tansania natürlich und auch an so deutschen Sprecher und Katja Keul vom Auswärtigen Amt. Vielen herzlichen Dank.